und willkommen bei Jamflix. Das war gerade Hey Ya von Outkast und den Song gucken wir uns heute mal genauer an. Wir fangen zuerst mit den Akkorden an, dann gehen wir auf die Rhythmik ein, wir gucken uns die Songstruktur zusammen an und am Ende spielen wir den Song einmal zusammen. Wenn ihr mögt, abonniert doch schon mal unseren Channel und gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich fange jetzt mal mit den Akkorden an. Wir brauchen kein Capo für diesen Song, denn wir sind in G-Dur und deswegen ist der erste Griff, den wir brauchen, noch ein G-Dur-Akkord und hier könnt ihr alle Saiten anschlagen. Als nächstes brauchen wir einen C-Dur. Hier schlagt ihr die unteren 5 Saiten an. Dann brauchen wir einen D-Dur. Hier schlagt ihr die unteren 4 Saiten an. Solltet ihr die unteren 5 Saiten treffen, dann funktioniert das für den Song aber genauso gut. Und als letzten Akkord brauchen wir noch ein E-Moll. Hier könnt ihr auch alle Saiten anschlagen. Und mit den 4 Akkorden können wir den ganzen Song spielen. Deswegen gucken wir uns jetzt direkt mal die Rhythmik an. Ich habe hier ein Schlagmuster gewählt, was man ganz gut zum Originalsong dazu spielen kann. Das ist eigentlich ein typisches Country-Schlagmuster, klingt aber bei diesem Song so gespielt gar nicht so sehr nach Country, sondern passt ganz gut. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben 2 Schläge nach unten und dann im Wechsel ein hoch, ein runter, ein hoch. Und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Wir machen das jetzt mal ganz langsam auf dem G-Dur und vielleicht könnt ihr auch schon mit einsteigen. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Wir kommen zur Songstruktur und hier gibt es nur eine einzige Akkordfolge, die wir uns merken müssen für den ganzen Song. Dafür ist sie aber ein bisschen tricky, weil sie nicht auf eine gerade Taktzahl am Ende rauskommt, sondern die ein bisschen verkürzt ist. Aber das ist erstmal egal. Wir gucken uns mal ganz langsam Schritt für Schritt die Akkorde an. Wir haben erst einen ganzen Takt G-Dur, dann 2 ganze Takte C-Dur. Und jetzt kommt die Besonderheit, wir haben einen eingeschobenen halben Takt D-Dur. Der wird auch nicht zu Ende gespielt. Das heißt, nach diesem halben Takt fangen wir wieder einen neuen Takt an auf dem E-Moll. Und da bleiben wir dann auch 2 Takte lang. Klingt jetzt wieder mal komplizierter, als es ist wahrscheinlich. Wenn ihr das Original im Kopf habt, dann hilft euch das vielleicht zur Orientierung. Ansonsten müsst ihr da vielleicht ein bisschen üben. Wir gehen das mal langsam zusammen durch. Wichtig ist bei dem D-Dur, dass wir wirklich nur die erste Hälfte unseres Schlagmusters machen. Also nur 2 Schläge nach unten. Ja, also. Und dann fangen wir auf dem E-Moll an, wieder ganz vorne beim Schlagmuster. Also wieder mit 2 Schlägen runter. Kurz zusammengefasst, also. Das wäre D-Dur und E-Moll. Nur 2 Schläge auf dem D-Dur. Wir gucken mal, ob das soweit schon klappt bei euch. 1, 2, 3, 4. Und Achtung. Und wieder von vorne. Noch. Wir sind auch schon so weit, dass wir die ganzen Songs zusammen spielen können und das wollen wir jetzt direkt mal versuchen. Dafür spiele ich jetzt einmal die erste Strophe und dann den Refrain. Dann haben wir die wichtigen Teile schon gehabt und der ganze Song funktioniert weiter mit dem gleichen Schlagmuster und den gleichen Akkorden. Also damit könnt ihr jeden Part im Song begleiten. Schaut mal, ob ihr auch schon mitmachen könnt. 1, 2, 3, 4. Baby, don't mess around because she loves me so and this I know for sure. But does she really?
fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together like we don't know how. Und Refrain. Hey, ja, das war's auch schon mit Heya. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid gut mitgekommen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt oder insbesondere auch Songwünsche, dann schreibt mir die immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf Abonnieren klickt und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video bei Jamflix. Ciao!